ein bisschen Salz, 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 Salz. Es gibt, ist ja unschwer zu erkennen, Spaghetti. Und zwar Spaghetti mit Käse, Chili und Maronen. E basta. Mehr brauchen wir zum kulinarischen Glück nicht. Und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu Feierabend Blitzrezepte. So, das förmliche mal zur Seite. Und ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Also, Spaghetti sind drin in genügend Salzwasser. Ja, klar. Pasta braucht Salz. Dann in eine Pfanne ein Stückchen Butter. Die Butter schmelzen lassen und dann habe ich, schaut mal her, hier Maronen. Die kann man ja momentan überall kaufen. Und zwar, das sind Maronen, die vakuumiert sind. Und die vakuumierten Maronen, da gibt es so einen kleinen Tipp, weil die bekommt ihr nie so ordentlich so schön hin, außer ihr piekst die vakuumierte Packung einmal mit einer Gabel an und arrangiert das Ganze kurz in die Mikrowelle, so 800 Watt. 30 Sekunden und dann kann man die wirklich ganz leicht auseinandernehmen. Das ist ein toller Tipp. Die Maronen hier leicht karamellisieren. Dann kommt zu den Maronen etwas Puderzucker. Ach, scheiße, wenn da was rauskommt. Oh mein Gott, mein Gott. So, und die Maronen karamellisieren schön in dieser leckeren Butter. So, Temperatur zurück. Dann kommt der Kameramann mal zu mir. So, warum so oft Chili? Frag nicht so blöd, weil ich Chili gern mag. Und nicht zu viel. Etwas. Ja? Zack, rein damit. So, und dann brauchen wir Käse. Und idealerweise entweder so einen tollen Pecorino. Ja, Pecorino ist Schafskäse. Oder ein Stück Parmesan. Und ich meine natürlich immer frisch am Stück. Also den vorgeriebenen, den brauchen wir nicht. Der geriebene Parmesan oder Pecorino, da kann man blind werden. Ja, also ich nicht. Das hat mein Küchenchef immer gesagt früher. Da bist du blind, kannst du nicht essen. Aber das gibt es ja, glaube ich, kaum mehr. Oder so trockenes Sägemehlpulver gibt es, glaube ich. Egal. Also Pecorino, Schafsmilch oder Parmesan, Kuhmilch, frisch reiben. Okay? So, jetzt mache ich Folgendes. Es kommen erstmal die al dente gekochten Nudeln hier rein und dann geht das Ganze relativ schnell. Oder ich mach das noch anders. Ich mache das einfacher. Für euch noch einfacher. Warte mal, da brauche ich eine große Kelle. Ich habe hier das Salzwasser, also das Pastawasser mit Salz. Und da kommt jetzt eine Kelle hier rein. Dann kommt der Käse dazu. Und der Käse mit dem Pastawasser einmal aufkochen. Mehr brauchen wir nicht. So, und dann bekomme ich so eine Käsesoße mit Maronen und ein bisschen Chili. Lecker. Dazu kommt eine Prise Salz, wobei nicht so viel Salz, ja, weil der Käse, der Pecorino oder der Parmesan hat genügend Power. Frisch gemahlenen Pfeffer aus der Mühle. Und jetzt die gekochten Nudeln dazu. Auch al dente. So. Rein damit. So. Wow. Und jetzt das Ganze schön einmal erhitzen. Und dann haben wir hier fantastische Spaghetti. Mit Käse, Pecorino und Maronen. Boah, es duftet. Sehr fein. Okay, einmal anrichten. Idealerweise mit einer Zange. Wo habe ich denn die Zange? Moment. Da ist sie. Fertig. So, das Ganze ist razzifazzi zubereitet. Müsst ihr unbedingt mal probieren. Schmeckt saumäßig gut. Es duftet ohne Ende. Sehr, sehr genial. Nachkochen. Ja, mit 1, 2, 3, 4 Zutaten zum kulinarischen Glück. Guten Appetit. Feierabend Blitzrezepte.